Das Realme C11, ein Smartphone in der Preisklasse unter 100 Euro, schauen wir uns gleich in diesem Video an. Ja, hallo, ich bin Stefan von Brodos. Ich bin Markus, auch von Brodos. Markus, du hast heute eine neue Marke mitgebracht. Erzähl doch mal, was es damit auf sich hat. Ja, das ist das Realme C11. Okay. Sag mal, ein Smartphone unter 100 Euro in der Klasse. Und der Hersteller Realme, der ist, ich sag mal, sehr aufstrebend, der ist international, wird er immer stärker, auch in Spanien mittlerweile sehr stark. Also auch werden sie den europäischen Markt demnächst sicherlich oder im europäischen Markt immer stärker Fuß fassen. Ja. Also gucken wir uns mal an. Und wir haben auch schon erste Produkte jetzt in den letzten Wochen in den Medien gesehen. Und sicherlich hat da jetzt auch diese Verfügbarkeit mit Chipkrise und so weiter dazu geholfen, dass von den etablierten Herstellern nicht so viel Ware am Markt war. Ja, die Preiskategorie unter 100 Euro ist ja eine relativ große und wird auch von vielen Leuten nachgefragt. Aber kriege ich denn wirklich ein vollwertiges Smartphone, Markus? Also ist da wirklich ein vollwertiges Android drauf? Absolut, es ist Android 11 drauf, absolut vollwertig und keinerlei Einschränkungen. Was für eine Kamera hat es denn an Bord? Also eine 8-Megapixel Rear-Kamera, also auf der Rückseite, und eine Frontkamera haben wir 5 Megapixel. Okay, also reicht für vernünftige Schnappschüsse. Und die große Frage ist natürlich, wenn ich viel Fotos mache, brauche ich auch eine Menge Speicher. Was kommt da bei dem Realme C11 mit? Es hat 32 GB Speicher und 2 GB Arbeitsspeicher. Ja, also das ist jetzt natürlich nicht so wahnsinnig üppig, wie wir das bei Flaggschiff-Produkten kennen. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wie eure Erfahrungen sind, ob eure Kunden was zur Performance sagen, weil 2 GB Arbeitsspeicher macht vielleicht nicht jeden Prozess super flüssig. Also da wäre ich wirklich dankbar, wenn ihr das einmal kommentiert, welche Erfahrungen ihr mit diesen Telefonen unter 100 Euro macht, ob da auch die Performance dann aus eurer Sicht immer wirklich gut ist. Für die Performance ist ja am Ende dann nicht nur der Speicher oder der Arbeitsspeicher ausschlaggebend, sondern auch der Prozessor. Was bringt denn das C11 mit? Ja, da ist ein Unisoc-Prozessor verbaut, ähnlich wie man ihn bei anderen Produkten in der Preisklasse auch kennt. Okay. Ja, Display, muss ich sagen, macht insgesamt einen ganz vernünftigen Eindruck. Das scheint auch mit 6,5 oder was hat es an Bord? Genau, 6,5 Zoll Display und hat eine HD+ Auflösung. Okay, also macht einen ganz guten Eindruck. Ansonsten haben wir, das zeige ich hier unten auch nochmal, einen 3,5 mm Klinkenanschluss noch. Und hier finde ich jetzt nicht ganz so super, ist noch Micro-USB und kein USB-C. Aber ich glaube, damit kann man dann möglicherweise auch leben. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen, Markus? Auffällig ist der Akku. Für die Preisklasse, denke ich, 5000 mAh schon eher überdurchschnittlich. Okay, also wieder was gelernt. Wenn auch ihr was gelernt habt dabei, dann lasst gerne ein Like da. Also das finde ich schon in der Preiskategorie unter 100 Euro ganz spannend mit dem 5000 mAh Akku. Gibt es aber auch bei dem einen oder anderen Hersteller noch, nämlich einer, der hat irgendwie, Motorola hat ein Power-Gerät, das darf man schon mal sagen. Das sind also auch 5000 mAh an Bord. Ansonsten ist in der Preisklasse tendenziell eher immer nur so 3000 mAh Akkus dabei. Also wird man ganz gut über den Tag und vielleicht sogar darüber hinauskommen. Ja, echtes Dual-SIM ist es. Echtes Dual-SIM, genau. Und Verfügbarkeit und Preis, Markus? Ja, ab September war es lieferbar letztendlich. Ja, also schon im Markt. Dann bin ich gespannt, was Markus das nächste Mal von Realme mitbringt. Wenn auch ihr gespannt seid und den neuen aufstrebenden asiatischen Hersteller das nächste Mal wiedersehen wollt, dann hinterlasst Kommentare, ob ihr das spannend findet, und natürlich abonniert den Kanal, Glocke setzen nicht vergessen. Und Markus, ich freue mich schon, bin gespannt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.